Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vieh und Forst. Ja, wir sind bereits in Folge 233. Ich stehe wieder beim guten Valtra. Schmeiß das gute Stück an. Aktiviere alles, was geht. Sprich, ich mache auch den Ladewagen an. Und dann, ja, würde ich sagen, haben wir noch ein bisschen Gras zu machen. Und dann hatte ich noch eine Idee. Und dann können wir mal gucken, was ich damit mache. Meine Idee ist nämlich, den Verkaufspunkt für die Milch woanders hinzubessern. Ich hatte an der gleichen Stelle ja schon zwei Verkaufspunkte stehen und beide machen da Probleme. Und ich war echt am Überlegen, ob ich die noch in der Nähe von unserem Lager da hinten irgendwo den Verkaufspunkt für die Milch hinsetze. Wir da vielleicht eine bessere Chance haben, dass da der Trigger-Part besser funktioniert. Vielleicht wird aus irgendeinem Grund, weil es eine Schräge ist oder weil die Bodenfläche zu sehr angepasst werden musste, das Terrain zu sehr anzupassen war, dass er deswegen da irgendwelche Schwierigkeiten machte. Deswegen werden wir jetzt hier mal den einen hier noch im Voll machen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir da dafür den Platz haben. Weil so ganz klein war das Gebäude ja nicht. Und deswegen gucken wir da dann einfach mal. Aber erst machen wir hier noch den Spaß hier voll für die Grastrockenanlage. Und beim nächsten Mal, wenn wir das Feld hier machen, werden wir auf jeden Fall auch wieder Silage mitmachen müssen, so wie es aussieht. So, ja, das ist es dann erstmal. Ne, weil der Milchverkauf, das ist echt nervig, dass er das da nicht vernünftig nimmt. Aber wie gesagt, da schauen wir dann einfach mal, was da geht. So. Ich glaube, wenn man sich hier besser rum kann, werde ich jetzt mal eine Bahn auslassen. Das ist ja übliche Praxis sozusagen. Und hier vernünftig wieder drauf fahren. So. Ja, ich habe einen dicken Haufen mit, dann müssen wir nochmal hierher. Ne, den habe ich tatsächlich mitgekriegt, das ist doch schon mal gut. Das hat auch funktioniert, sehr schön. So, ja, drei Viertel voll haben wir ihn. So geht das Ganze. Wir werden gleich noch mal kurz gucken, wie groß da hinten das Gebäude war. Der Gülleverkauf und sowas, da hat ja funktioniert. Das war nicht das Problem. Oh, okay. Also eindeutig auch eher die Variante von oben nach unten, weil bergauf will er doch nicht mehr alles so ganz sauber mit, nicht mehr sauber hochfahren. Da ist das Gewicht dann vielleicht doch schon ein bisschen heftig. So. So, ein kleines bisschen müssen wir noch. Dann werde ich die Bahn hier nochmal dann zurückfahren und beim nächsten Mal setzen wir den oben an. Das ist dann, glaube ich, das Einfachste. So, da sind wir voll. Sehr gut. Er ist natürlich der Ladevorgang automatisch ausgegangen. Ich bin jetzt einfach mal rüber und laufe rüber, weil im Prinzip steht, glaube ich, nichts direkt dran oder dicht dran an der Verkaufsstellengeschichte hier vorne. Deswegen latschen wir einfach mal rüber und schauen einfach mal. Schön am reißenden Sturzbach vorbei hier. So, ja, der Güllepunkt da, der funktioniert ja. Und der Mistpunkt hier funktioniert ja auch. Und da ist hier ein kleiner Hückel drin, das macht dann gar nichts. Der Punkt hier, der funktioniert irgendwie nicht so wirklich. Und ich weiß auch nicht warum. Ob es daran liegt, dass er sich selber hier das Ganze hochziehen musste. Oder ihr seht ja selber, hier ist ein ganz schöner Höhenunterschied. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, dass er nicht möchte, sozusagen. Privatmolkerei. Dann können wir in der Garage gucken, wie teuer war der Spaß hier. Wo haben wir die Garage? Wo haben wir hier die Molkerei? Meistens sind die eher am Ende, glaube ich, ne? Oder ganz am Anfang. Wir werden uns überraschen lassen. Sie sind da noch nicht.
Das 19.000 kostet der Spaß, wenn wir das Ganze neu kaufen, wird es so super teuer auch nicht werden, schätze ich mal. Mal gucken, was für Mods wir hier platzierbar dafür drin haben. Ich glaube, das steht unter Diverses, ne? Gucken wir mal. Da haben wir 1000. Da, 39.000 kostet er. Den Punkt hatten wir vorher. Der wollte ja auch nicht richtig. Ist die Frage, ob der an einer anderen Stelle richtig will oder woran es gelegen hat, ne? Weil der wäre natürlich zum Testen erheblich günstiger. Da müssen wir echt mal schauen. So, gut, dann hüpfe ich jetzt mal wieder in den Kollegen hier rein, machen den Motor wieder an und fahren mal drüben hin und gucken mal, wie wir da was hinstellen können. Weil den Tausender jetzt zu investieren oder auch die 39.000 zu investieren, ist besser, als wenn ich da eine ganze Zeit rumhampel und es funktioniert da nicht. Und wenn es da hinten dann auch nicht funktioniert, naja, da hat man halt Pech, ne? So, die offizielle Ausfahrt. Sehen wir tatsächlich mal offizielle Straßenvariante hier. So, los geht's. Ja, die Bäume, das nimmt auch so langsam Gestalt an hier, würde ich sagen. Hier hinten steht der Lager und die anderen beiden Produktionen. So, die Grastrockenanlage haben wir hinten. Weil da so in die Ecke vielleicht, ne? Das hätte was. So. Weil die Produktion, die wir hier gesetzt haben, ihr seht ja selber, da funktionieren die ganzen Sachen einwandfrei. So, gucken wir auf Spaß mal. Wie sieht es denn hier aus in unserer Geschichte? 12.000 hat er schon wieder. 40.000 kann er. Das muss aber dann gleich bei der nächsten Produktion wird das aktualisieren. Ich schau mal ganz gleich vor. Seht ihr, da ist halt das aktualisiert. 89.000 haben wir jetzt drin. Das ist gut und wir haben da auch noch ein bisschen was zu holen. So, ich gucke jetzt mal. Diverses. Wie groß der Spaß denn noch war. Wieso? Wie groß war der Part dann? Also der war ja echt klein. Da steht der Kercher zum Saubermachen. Da sind Bäume. Aha, du besitzt dieses Land nicht. Also hier in die Ecke könnte ich setzen in dem Sinne. So drehe ich mich, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den Kollegen hier drehen. So, kollidiert mit einem anderen Objekt, kollidiert mit einem anderen Objekt, immer noch, immer noch, immer noch. So wird er gehen. Besitzt das Land nicht? Das ist nur die komischste Aussage, ne? Kollidiert mit einem anderen Objekt. Also ich kann das jetzt hier zwischenbauen. Und ich sehe selber, dann wäre es im Prinzip wie die Ein- und Ausfahrt von dem Ding. So, dann könnte ich in Verlängerung darüber fahren. Ich habe den mal gesetzt. Ich kann lass den anderen drüben da einmal stehen. Das hier ist ja nur ein Tausi, den wir investiert haben. Wir werden einfach mal mit ein paar Testlitern losfahren dann gleich mal. Obwohl, Moment, ich glaube, wir haben den anderen Traktor. Das ist der LKW. Wir haben den anderen Traktor hier noch dran. Wir gucken mal ganz kurz, wie es hier bei der Milch aussieht. Milch, 23.800 Liter. Und auch Gülle und Miste können wir eine Runde verkaufen. Dann werden wir es auch gleich mal eine Runde testen. Wir gönnen uns mal einen Schluck Milch. So. Und fahren einfach mal drüben hin, ob es da geht. Wenn nicht, dann fluchen wir wie die Rohrspatzen und schimpfen, dass es das wieder nicht geht. Bauen das Teil da ab und bauen noch die andere Produktion dahin und dann motzen wir wahrscheinlich nochmal, dass es nicht geht. So ähnlich wird es wohl gehen, schätze ich mal. So, wir holen jetzt erstmal hier eine Runde Milch ab. Ich habe natürlich gar nicht nach dem Preis geguckt, aber das ist aus Testgründen auch gar nicht ganz so wild. Ich weiß nämlich gar nicht, ob er den jetzt erkannt hat oder nicht, den neuen Punkt. Biomilch, Getreidemühle, Ost, Spinnerei. Also normalerweise müsste er einen mittleren Standardwert haben dafür. Aber anzeigen tut er das gute Stück ja immer erst,
nachdem man den Spielstand gespeichert hat und neu geladen hat. Ich werde mal gucken, ob er jetzt da überhaupt was annimmt in irgendeiner Form. Wir haben jetzt ja die Milch. Und wenn wir jetzt gucken bei der Bio-Geschichte hier, da war der E-Preis gut. Das ist das gute Stück, wo wir dann auf dem Rückweg wieder vorbeikommen. Da müssen wir mal schauen. So, jetzt fahren wir erstmal hier sauber rauf. So. Dann fahren wir erstmal drüben hin. Er ist natürlich nicht der kräftigste, aber er geht hier wenigstens nicht auf 1 km/h runter, sondern schafft's noch. Und auf dem Stück hier nimmt er schon wieder Geschwindigkeit auf. Also das ist schon, von der Traktorengröße passt das schon. Ne, für solche kleinen Arbeiten ist er auf jeden Fall gut. Da müssen wir mal, können wir auch zwischendurch mal gucken, wie es mit den Pappeln aussieht und wie reif die Jungs sind oder nicht reif sind. Ja, und wir müssen natürlich noch den Graspart hier zu Ende machen. Klar. Und Holz wäre auch mal wieder dran. Und Gülle können wir verkaufen. Können alles machen eigentlich. So, bin ich jetzt mal gespannt. Da hinten steht die kleine Hütte. Vorne ist die Auffahrt. So. Das ist wunderprächtig. Ich fahre jetzt einfach mal über den hier über hin. Weil hier können wir eh keine Milch einlagern. Ich fahre jetzt hier hin. Da war ein Milchpunkt. Okay. Er hat wieder nicht alles genommen. Aber da hat er jetzt wieder einen Milchpunkt. Okay. Aber mir kommt das vor, als wenn wir da mehr Punkte hätten wie bei der anderen Geschichte. Das ist zwar immer noch nicht super, was hier gerade passiert. Und ich weiß auch nicht, warum es immer nur ein paar Prozent ist. Falls jemand weiß, woran das liegt, oder vielleicht sogar der Modder hier auszusehen das Ganze guckt, das ist natürlich noch genialer wäre. Warum zum Teufel? Das ist die Frage, die wir uns jetzt alle stellen. Das erscheint echt eine Millimeter-Geschichte hier. Der erste Punkt, der war natürlich am besten, da sind gleich zig Prozente durchgegangen. Aber hier kann ich jetzt wenigstens auf einer Bahn bleiben. Und ich brauche nur vor- und zurückfahren. Und der Schnalz. Ja, wenn ich hier öfter hin und her fahre, das ist der, wo er mehr Prozente nimmt. Also hier ist es auf jeden Fall einfacher zu verkaufen wie drüben. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall schon mal sagen. Das heißt also in dem Fall, oh, jetzt habe ich natürlich ein bisschen schön den Lack vom weggemacht. Das ist auf jeden Fall, außerdem passt es hier auch besser hin. Ja, genau wie ich da hinten bestimmt auch noch den Gülleverkauf hinklemmen könnte, genau wie auch den Mistverkauf. Weil das ja so nach Schräge und dann immer diese Stufen da rein, da müssen wir natürlich auch sehr viel dann angleichen, aber das ist alles auch, ne? Manche Sachen brauchen eine gerade Fläche, dann passt das zur Straße hin, können wir es dann nicht so richtig angleichen, also müssen wir die Straße selber abreißen, so nach dem Motto. Aber hier war auch jetzt, ja, ich musste nur vorwärts und rückwärts fahren, nie schräg rum oder sowas. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser wie das vorige. Das ist jetzt immer noch kein Traumergebnis, aber ist es auf jeden Fall besser wie vorher. Das ist schon mal viel wert. Das heißt, den Milchverkaufspunkt, den wir hier haben, den können wir im Prinzip auch tatsächlich verkaufen. Die Fläche, die wir da haben, haben wir da halt. Da können wir dann in Ruhe wenden.
wenn wir an Mist verkaufen und sowas ranfahren wollen, haben wir da ein bisschen mehr Platz. Das ist eigentlich alles okay. Was wir natürlich auch machen können, ist hier noch eine schöne Zufahrt betonieren sozusagen und hier das Ganze ein bisschen grünflächenmäßig entsorgen. Dass wir, oh, der war natürlich jetzt auch nicht schön. Dass wir jetzt hier in Ruhe den Kram ranmachen können, ne? Was wir theoretisch gesehen auch nicht mehr gebrauchen, ist die Futtermischgeschichte, die da vorne noch vorsichtig vor sich hin rührt, obwohl gar kein Traktor dran ist. Das ist noch eine andere Geschichte dabei. So. Gut. Kommen wir zu unseren muffigen Sachen. Da sieht der Preis eigentlich. Also, es sieht aus, als wenn der Preis. Wie ich meinte, wir hätten hier schon mal fast 200 und hier schon mal fast 100. Also sieht das momentan gar nicht so gut aus, was jetzt Mist und Gülle angeht. Deswegen tendiere ich da jetzt gerade hin, das nicht sofort zu verkaufen. Ich glaube, ne, ich glaube, es ist alles okay soweit. Ja, also wie gesagt, der Milchverkauf da hat mir auf jeden Fall schon mal besser gefallen. Das kann man nicht anders sagen. Ja? So, ja, aber wir sind doch leider schon wieder am Ende der ersten Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Teilen freuen. Aber es wäre echt klasse. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, Vorschläge habt, und ich habe jetzt sehr genuschelt am Schluss, ich weiß, sorry dafür. Wenn ihr also noch irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt, schreibt es gerne in den Kommentarbereich rein, was ihr gerne noch sehen wolltet. Und es ist natürlich klar, dass ich jetzt im Endeffekt. Klar, ich mache die Wiese, ich mache die fertig, ich mache Heu, ich mache Silage, ich fütter die Kühe, ich mache die Produktion an und ich mache Holz. Das ist natürlich, ja, gibt es noch was, was wir dazu nehmen können? Gibt es noch irgendwas, was euch interessiert, was wir dazu nehmen können? Weil sonst sieht es mich bald so aus, als wenn wir vielleicht auch hier wieder woanders hinziehen werden. Ja, ne, also wie gesagt, oder macht auch Vorschläge, was ihr dann alternativ sehen wollt. Ne? So sieht es dann aus. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis morgen.